Servus, Freunde der Natur. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zum Teil 2 unseres Abenteuers im alten Erzstollen, den mein Luke und ich gefunden haben. Ja, und wer Teil 1 schon gesehen hat, der wird jetzt riesig gespannt sein, wie es weitergeht mit dieser riesigen Abbauhalle, die wir da gefunden haben, dieses Labyrinth unter Tage. Und es wird wirklich spannend. Also jetzt machen wir ein kurzes Intro und dann geht's los. Lasst mal ein Like da und abonniert den Kanal, weil hier kommen jetzt ständig solche Videos. Hier im Sommer bin ich immer unterwegs. Die Kanalratte kriecht in jedes Loch. Bis gleich. Da hinten aus. Da ist doch eh Schluss, hä? Oder noch bis hin oder nicht? Wenn du willst, kannst du entscheiden. Wir sind eh dreckig, was soll's. Ja, was? Oh. Egal. Oh. Nee, dann will ich nicht über. Nee, dann warte bitte. Hier bloß mal gucken, ob es irgendwie weitergeht. Ah, das war ein Mist. Ja, ja. Ah. Ein kleines Stück Glück. Wie fühlst du dich? Warte mal dort bitte noch. Ich gucke mal. Hier wird es auf jeden Fall weitergehen. Warte, ich gucke noch mal hier oben drüber. Was denkst du? Willst du durchkommen? Es geht weiter. Es geht weiter hier hinten. Ich meine, dreckig bist du eh. Wir ziehen dann, wenn wir im Auto sind, ziehen wir sowieso die Schuhe aus. Hast du Probleme? Mach Augen zu und durch. Ach so, das ist aber auch ein komischer Spruch. Augen zu. Das nächste Mal nehmen wir, fahren wir nochmal her und nehmen wir Gummistiefel mit. Ja? Naja, komm. Hier müssen wir jetzt irgendwie drüber kommen. Geradeaus. Wir waren überall außer geradeaus. Ja, hier war es eben dann doch ein bisschen zu schwierig. Ach, hier ist es schön trocken. Willst du deine Lampe wieder haben? Nee. Ich sehe, wenn man jetzt hier hochklettern würde. Wüsstest du da oben, wie es aussieht? Aus. Wir gehen hier außen lang. Guck mal hier.
Hier geht's gut durch. Nee, geht's nicht. Nee? Nee, geht's nicht. Ja doch, guck mal hier. Das wird hier die ganze Zeit aus. Warte, ich leuchte dir. Du musst ja, oder reicht deine Stirnlampe oder willst du deine Lampe wieder haben? Da reicht eine Stirn. Nur die Lampe nicht. So? Dann haben wir dich meine Hände zum Abstützen. Ah ja. Ja, guck mal, jetzt wird's schön hier. An dieser Stamm so rutschig. Ja, die Baumstämme sind rutschig. Das ist halt so im Stollenluft. Aber guck mal, jetzt kommen wir wieder gut voran. Herrlich. Mal wie weit das noch hintergeht hier. Guck mal, hier war wieder eine Rutsche. Ja, Wahnsinn. Die ganzen. Oh, guck mal hier oben. Das ist eine richtig große Halle. Ach, es wirkt gar nicht bei der Kamera, ne? Und hier wird das alles hier runtergeschüttet in die Lorenreihen vom Zug, ne? Hier ist wieder ein Abzweig. Oh. Herrlich, guck mal. Was ist denn das? Jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt. Oh, guck dir mal die Halle an. Ey, das gibt's noch nicht. Siehst du? Die haben überall Stützpfeiler gelassen. Ah! Nee, es schallt nicht. Ah! Das ist mal eine Halle, hä? Ja, Fußspuren gehen hier lang. Ja, es ist nicht rutschig. Das ist der Wahnsinn. Guck dir mal, die Pfeiler haben sie immer in Stützpfeiler gelassen. Dass die Decke abstützt. Und auch hier sind die Schienen lang gegangen. Siehst du das? Ja. Das ist ja mal spannend hier. Sowas haben wir auch noch nicht gesehen, so eine Halle hier. Das ist die richtige Abbauhalle. Ey, das wird ja zum Labyrinth. Das heißt bestimmt zum Ausgang, weil da so ein Loch ist. Das müssen wir uns merken, gelber Pfeil. Und roter Pfeil war voll. Guck mal, siehst du hier schöne Steine? Ja. Guck mal, die haben doch hier dran rumgepickert. Die Steinesucher. Hier, guck mal die Sachen an hier. Hä? Rumgepickert? UV-Lampe. Machen wir eigentlich mit. Den nehmen wir mit. Schatz? Wir haben einen Schatz gefunden. Ja. Such dir mal schöne Steine. Die können wir zu Hause mal mit der UV-Lampe. Ja. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Was hier drin sind für Adern. Das müssen wir zu Hause mal richtig filmen. Ja, da drin glitzert es in denen. Guck mal. Die Mineraliensammler waren hier unterwegs. Na, guck mal den hier an. Oh, das ist ein Traum. Was dürfen wir jetzt machen? Jetzt machen wir unseren Rucksack schwer. So. So. Hast du gefunden? Alten Draht? Ist ja riesig, ja? Lauf mal ein Stück, damit wir mal einen Größenvergleich haben. Stell dich mal in die Mitte von der Halle. Da sehen wir mal, wie hoch die ist. Noch ein Stück weiter. Ja. Und jetzt gucken wir mal nach oben an die Decke. Wahnsinn.
Ja. Das ist ein bisschen alt. Ja, ja, na klar. Ich krieg das zu brechen. Alter Draht. Wo lang gehen wir? Das ist ein Labyrinth. Wir sollen nicht mal wo zurückgehen. Ich denke, wir bleiben mal rechts. Rechtsmäßig. Ja. Pass auf, wir orientieren uns hier. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Guck mal, hier kannst du durchgucken. Ist da ein Glück, dass wir hier noch hintergegangen sind. Meine Güte. Hier geht es noch weiter hoch. Da müssen wir hier mal aufpassen. Luke, bleib mal kurz stehen. Oha. Oh, hier geht's runter. Stehen bleiben bitte. Ich mache mal den Falltest. Nehmen wir mal einen Stein und wir horchen mal. Du zählst mal, wie lange der braucht. Na, es geht. Es ist nicht sehr tief. Aber runterfallen will ich trotzdem nicht. Wir gehen mal auf die andere Seite. Gucken uns das mal von der anderen Seite an. Stopp. Ach, guck mal. Wo waren wir da vorhin? Nee. Ah, da unten ist garantiert wieder die Loche vielleicht gefahren. Ja, dass du was, wo wir nach oben geguckt haben und gesagt, oh, was ist denn das für eine Riesenhalle? Ja, ja. Da ist der Notausgang schön. Und jetzt wird gesperrt. Mir ist noch gekommen. Wir müssen uns gelber fallen mit Loch. Hier haben wir durchgeguckt, Freund. Von der anderen Seite. Gelber Pfeil mit Loch. Das ist ja Wahnsinn hier. Ja. Von links nicht heran. Ja, guck mal hier, das geht überall, geht das weg. Das geht doch in alle Richtungen hier. Guck mal, da unten ist ein roter Pfeil. Roter Pfeil habe ich doch aufgemacht. Warte. Da hier sind wir hochgekommen, Freund. Ja. Da an dem roten Pfeil entlang. Alles klar. Wo sind die Steine? Wir sind die Halle abgelaufen. Ist sie deshalb hier wieder roter Pfeil? Ja, die vor uns haben das schon gut gekennzeichnet hier. Da kommen wir auch noch ein bisschen weiter. Hä? Ja. Ja, wir haben vorhin zu bestimmten Händen gestanden. Überall geht's. 2 Meter. Wow, 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 wow. Also liebe YouTuber, achtet nicht darauf, dass ich hier Haufen Zeug quatsche. Ich bin sowas von begeistert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh, hier ist eine Sackgasse. Dann müssen wir hier lang. Ja, hier durch. Guck mal hier hoch.
Herrlich. Machst du das bei dir Alarm? So, warte mal, wo lang geht's? Hier lang. Hier wieder eine Erzfalle. Ja, ich sehe es Ende unten. Ich glaube, da haben wir vor uns unten im Schlamm gesteckt. Auf 2 Meter? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Gigantisch. Was ist das? Das wieder, ne? Ach, hier unten haben wir gestanden, das weiß ich. Da habe ich mir gesagt, hier hättest du hochklettern können. Und jetzt sind wir oben. Cool. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Hier ist verborgen. 4, 5, 6, 7, 8. Was zählst du? Na, ich hab runtergeworfen. Ach so. Es ist nicht unten angekommen. Aha. Das ist der nächste. Hier, guck mal, da unten hast du gestanden und da habe ich gesagt, hier wird die Lore beladen. Das ist die Rutsche. Wir hatten sie aus Holz eine Abstützung gebaut. Siehst du das? Und hinter drin, ne? Verfüllt mit Gestein. Ein Glück, dass wir hier noch hintergegangen sind, sonst hätten wir diese Halle gar nicht gefunden. Guck hier. Was bedeutet rotes Kreuz? Pinkes Kreuz. Pinker Strich. Bestimmt nicht weitergehen, hä? Also, was denkst du, Luke, ob wir lieber wieder versuchen zurückzugehen? Wir müssen roter Pfeil, ja. gelber Pfeil mit Kreis drin. Mhm. Hier sind doch so solche Steine. Ja, wir müssen noch mal herkommen und müssen aber unsere eigenen Zeichen machen. Weißt du? Ja. Mit Kreide. Ich denke, da nehmen wir mal noch jemanden mit, dem das hier sehr gefällt. Ich werde noch meinen Jonas mitnehmen. Aha. Hier waren wir schon mal. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier dann? Ja, Baba. Wir sind von gut. Da hast du eine gute Orientierung, weil das kann dir hier ganz schnell zum Verhängnis werden. Ja. Mach mir hier links nicht. Ich glaube, wir sind hier gekommen. Wir können jetzt auch hier links. Sind wir dort durch? Nein. Ist eigentlich völlig egal. Machst du dir ein bisschen Sorgen, oder? Nee, ich weiß doch gerade nicht mehr. Wir sind noch hier lang. Aha. Na, warte mal. Das hier kommt mir markant vor. Guck mal, hier diese Abstützung. Wir gehen ja. Nach hier gucken. Auf jetzt nach rechts, jetzt nach rechts.
Wir sind ja von da gekommen. Also ich weiß, dass wir hier nicht durchgekrochen sind durch die Abstütze. Wir sind rechts von dem Gleis angekommen. Von da, wir kommen von dieser Richtung. Ja. Irgendwo nach da müssen wir gehen. Mhm. Diesen Pfeiler, der ist übergreifend auf dem Weg. Du suchst mal bitte wieder. Hier, das war das große Loch. Ja. Gelber Pfeil! Der Pfeil mit. Okay. Aber mit Rot, aber noch nicht gemalt. Na, Rot bedeutet ja zum Ausgang. Außerdem ist das ein weißer Pfeil und kein gelber. Warte mal. Hier sind wir bestimmt hochgekommen. Und hier, guck mal, hier ist ja die Stelle, wo wir noch unseren Rucksack beladen wollen. Das machen wir jetzt. Das war dieser. Hier war das mit dem. Hier war das, ne? Ja, da. Hier ist es unser gelber Pfeil. Zum Ausgang. So, ich mache mal kurz Stopp, YouTube, damit ihr diese Schätze hier nicht seht. Die Diamanten, die wir jetzt hier einladen. Haha. Ist das das Bernsteinzimmer? Weiß ich nicht. Ja. Ist diese Halle bitte? Na. Was wir hier gefunden haben, ein Labyrinth, ein unterirdisches. Guck hier. Guck hier. Ja, hat sie Pfeiler. Da muss sie mehr. Ja, wir müssen hier. Hier die. Hier müssen wir wieder zurück. Und diesen Pfeiler haben wir hier mehr. Also auf jeden Fall müssen wir hier nochmal hin. Also hier unten vergisst du die Zeit. Ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt und bin ein bisschen erschrocken, wie lange wir hier unten schon sind. Jetzt suchen wir langsam wieder den Rückweg. Ich kann gerade nicht gucken, weil hier. Ja, warte, jetzt gehe ich wieder vorher, geht's nach unten. Oder? Ja. Nee, das war ja harmlos hier. Kannst ruhig weiter. Ja, harmlos. Oder diese eine Dingens. Mhm. Wir müssen hier auf jeden Fall noch mal her. Jetzt gehen wir jetzt nach Hause. Ja. Wir müssen jetzt irgendwie rausfinden. Roter Pfeil. Roter Pfeil? Roter Pfeil, Ausgang. Ja. Na, warte mal. Mal ganz kurz gehen wir hier mal noch hinter. Hä? Hier war die erste Halle. Elfi Licht. Ja. Erst gehen wir hier mal noch ein Stück hinter. Irgendwie links, das ist doch rechts. Ja, ich will bloß mal, wenn wir eh mal hier sind, will ich mal gucken. Ach, eine Erzrolle. Na, die ist noch richtig schön in Schuss. Und da haben wir garantiert auch oben gestanden. Hier. Ein altes Holz drin, ne? Und hier haben sie das dann aufgemacht, wenn die Kipploche unten drunter stand. Kommen wir hier rüber zu mir. Hier war der Griff. Geh mal hinter mich, ich fass mal an. Aber es wird wohl nicht, es wird wohl zu gerostet sein. Nee! Guck mal hier, ich kann die noch aufmachen. So, und dann kam das alles runtergerutscht und ist unten in die Loche rein. Hier stand dann immer einer, der hat das bedient. Und wenn der Loche voll war, hat er es wieder zugemacht. Siehst du das? Ja. Und dann eine Loche nach der anderen, bis der Zug voll war. Cool. Also wir müssen jetzt zum Ausgang. Ja, ja. Das ist gerade so spannend. Aber ich verstehe nicht. Hier, warum sind hier so viele Pfeile? Ja. Notausgang. Hier geht es zum Notausgang. Also. Jesus, JF. Also hier Jesus könnte man auch noch weiter. Nee, da ist ja auch der erste Ich kann einmal die Wörter nicht mehr. Au. Och. Hier. Ja.
Ja, du hast richtig gesehen, hier ist auch eine Erzrolle. Ey, bis dahin gehen wir jetzt nicht noch. Nee. Guck mal, hier wird sogar wieder zweigleisig. Weißt du warum? Wenn ein Zug hier beladen wurde, konnte der nächste leere schon daneben fahren. Hier ist ein Kabel. Hier geht's auch schon. Jetzt wurde Papa beladen, hä? Ich denke mal. Gut. Ja, wir gehen jetzt zurück, aber guck mal, siehst du die Stalaktiten da wachsen? Wie lang die hier schon sind? So. Wir gehen jetzt zurück und ich mach nochmal. Mach weiter. Was machst du denn weiter? Mit dem. Aua. Ja, mit dem Arm. Aua. Guck mal, hier gesperrt. Leider ist es kaputt. Warum? Das Schild. Tschau. Leider. Was hätte ich mitgenommen? Was könnte man da machen mit den 12? Hier Ausgaben. 889. Muss man sich das. 889 ist das gebaut worden. Das ist aber nicht die Sohle von über 0. Das kann nicht sein. Hier Ausgang. Ja, von hier sind wir gekommen. Ja. Bergmann, du, gefällt's dir? Ja! Na, ihr Hilfe! Wie Felix ist das? Willst du mich mal beladen? Los, zeig mal. Schaffst du es? Nee. Geht zu schwer, hä? Jetzt hier. Jetzt bin ich voll. Wie weiß denn? Ja. Wenn wir irgendwas Helles sehen, heißt das, ist das da oben. Und jetzt Ausgang geradeaus. Hier waren wir. Hier sind wir oben in der großen, ja, Halle gewesen. Ja, hier. Wir müssen immer den roten Pfeil oder den Ausgang. Und da ist da der Elbe Licht. Glaube ich. Das sollte, glaube ich, nicht links. Ja. Oh, hier. Guck mal, ich habe was gefunden. Hier ist der Schatz, 25 Cent. Hier ist der Schatz, 25 Cent. Wow, 25 Cent. Wirklich cooler Schatz. Ja. Hat sich doch gelohnt. So, jetzt gehe ich wieder nach vorne. So, wir sind ja hier am Rand lang. Ich glaube, hier oben waren wir auch, ha? Ja, weil die. Wir haben ja überall runtergeguckt. Ich will nicht so runterkicken. Hier bin ich immer ausgerutscht. Da weiß ich alles noch. Ja. Hier waren die Luftleitungen, weil die Maschinen hier unten, die wurden ja alle angetrieben mit Luft. Haben wir ja im Besucherbergwerk uns schon mal angeguckt. So, jetzt hier ist roter Pfeil. Das bedeutet nach, hier haben wir alles schön ergründet. Ja, es ist nur ein roter Pfeil nach links. Also ich von links muss jetzt der Ausgang sein. Und hier, guck, hier ist wieder das Gesicht. Hier fließt das Wasser. Ja, hier waren wir doch schon, glaube ich. Ja. So. Jetzt wird mir erst richtig kalt. Jetzt ist mir erst kalt geworden. Aha. Und hier ist. Hä? Hä? Warte mal. 522. Das sind Zeichen hier. Ah, 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 ah.
Du hast einen Schatz gefunden? Ja. Mal sehen, ob man das sieht. Ja, bist ja schon. Hey, man sieht's, das glitzert wie Silber, ne? Richtiges, schönes Erz. Ja, machen wir die dann da? Die sieht dummer aus. Es wird nicht. Nicht schön. Cool. Ich weiß nicht, wir sind lange gelaufen. Wo ist der überhaupt? Guck mal, hier haben sie Sprengstoff, glaube ich, reingetan. Hier ist so ein Halbloch, so ein Loch. Ja. Guck mal, was hier wächst. Boah, ich muss weg, das. Es sind einfach meine Riesenmonster. Riesenmonster? Oh, jetzt wird es wieder klebrig. Das ist ein gutes Zeichen, weil am Anfang sah es ja doch auch so aus. Ja, ja. Ja, genau, das war jetzt hier ein bisschen schlammig. Wenn wir nochmal herkommen, vielleicht mit dem Lukas, dann nehmen wir die Gummistiefel mit. Von Bergmalmen. Das ist ja voll krass. Ja. Voll die Zusatzhaufen. Das ist ein Gekleber hier, der Schlamm. Ne? Schöne Steine. Meine Schuhe sind auch schon wieder voller Steine. Ja? Ja. Hast du ein paar Steine mitgenommen in deinem Schuh? Hier ist wieder JS. Ja. Und wir sind nach geradeaus gelaufen. Warte mal. Ja, Osterfeier. Und elf. Hier geht es auf jeden Fall zum Ausgang, weil wir sind hier, haben wir uns entschieden, geradeaus zu laufen. Guck mal hier, das sieht noch schön aus. Fluchtweg 39. Komm, ich filme auch deinen Qualm. Es ist hier so kalt. Oh, hier sind schon wieder die Schwellen. Meine Haare sind nass. Da ist echt? Da ein Loch irgendwie in meinen Haaren. In meinem Helm. Da ist gerade was. Ja, es gibt ein paar Luftlöcher, gibt es am Helm. Damit man nicht so schwitzt, weißt du? Wir sind schon ganz schön lange unterwegs wieder auf dem Rückweg. Eingang. Ja. Eingang.
Guck mal, wie flach das hier ist. Ja. Das ist ja für eine Order. Cool. Ja, steht 971. Aha. 971. Das wird ja immer mehr. Bestimmt, wenn es irgendwie bei einer bestimmten Zahl ist, ist der Ausgang. Was ist das? Wir werden mal einen Spezialisten fragen, weißt du? Mit, wo ich im Erzgebirge in dem Stall war. Wer weiß das? Oder ist die Nummer von dem Stall? Weißt du, jeder Stall hat doch eine Nummer. Aber da war ich noch nie, glaube ich. Mhm. So. Da hinten leuchtet was. Dann könnte das der Eingang sein. Da steht nur das. Ob das denn kommen Sie, dann bitte so eine Stelle holen. Naja, es ist eh alles zu spät, Luk. Ja, allmählich nähern wir uns jetzt den Ausgang vom Stollen und wir sind glücklich über dieses wunderschöne Abenteuer, was wir hier wieder erlebt haben. Und danke auch, dass ihr alle mit dabei wart und das miterleben durftet. Ja, und natürlich dürft ihr schon gespannt sein auf unser nächstes Video. Das wird dann das 500 Abonnenten-Special, was ganz Besonderes. Wir werden mit dem Thüringischen Höhlenforscherverein unterwegs. Also mich würde ja nochmal reizen, wo das hier hingeht. Wo bisher nur sehr, sehr wenige Menschen drin waren. Und ihr dürft mit dabei sein und das entdecken. Also abonniert den Kanal, seid gespannt und freut euch auf die nächsten Videos.